Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, es geht weiter, meine Freunde. EAFC 24 geht weiter. Heute mit den Squad Battles Rewards, die ich erspielt habe. Gold 2 müsste es gewesen sein. Wir sind auch im neuen Event, und zwar das Trailblazer Event. Geisteskrank, man wird wahrscheinlich kaum Karten ziehen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben im Shop 3 Packs. Was für Packs? Keine Ahnung, was das für Packs sind. Gehen einmal ins Spiel rein. Da sieht ihr auch schon Mbappé, Salah, Hansen. Wirklich alles. Ja. Das ist natürlich jetzt ungünstig, dass die jetzt schon abgeholt worden sind. Ich glaube automatisch oder so. Oder war wieder jemand? Ups. Einmal alles geleakt. Ups. Da. Fangen wir an mit dem seltenen Goldprofi-Pack. Klein. Spanien. Keine Ahnung, Villarreal. Wow! Walkout! Walkout! Parache! Schürfis! 8K mit dem gemacht. Also Parache auf jeden Fall, und der Rest wird weg mit dem Ding. Aber Parache? Parache ist gut. Jetzt das Premium Gold Pack. Non-Rare. Das ist immer schlecht, Non-Rares. Vitinha. Ah, 1000 Münzen bekommen. Von EA geschenkt. Und jetzt das Jumbo Premium Gold Pack. Walkout. Deutschland. RM. Bayern München. Oh, Sané. Gnabry. Gnabry, 84. Der 84. Schriffis oder nicht? Louis. Das ist ein Spielerwahl, keine Ahnung. Ja, nehmen wir ihn hier. Duplikaten haben wir viel. Gnabry. 1-3. Auch mal hoch, der Rest weg. So. Und ich glaube, das waren meine Squad Battles Rewards. Forscher Pack können wir erst 21 Stunden öffnen. Aber alles nicht halb so wild. Dann mein Verein hat sich ein bisschen verbessert. Ihr könnt es hier auch schon sehen. Wir haben Ruben Dias neu, Bernardo Silva und Salah, Maddison und Wilson Trailblazers im Team. Der Wilson könnt ihr euch auch unter den Zielen freischalten. Den Maddison kann man, glaube ich, nicht mehr abschließen in den SBCs, und den Rest habe ich alles gezogen. Seht ihr es auch? Ja, ich würde das jetzt das Video schon gewesen sein. Aber noch nicht. Vielleicht werde ich jetzt auch eine Runde Rivals mal spielen. Aber ich klaue euch hier mal kurz die Sicht, weil ich. Ja, was wollte ich sagen? Dass wir jetzt eine Runde auf jeden Fall hier eine Runde Rivals spielen. In Division 8. Da seht ihr so nochmal Bank. Eigentlich gleich geblieben, nur dass wir Araujo nochmal gezogen haben. Mehr aber auch nicht. Natürlich SC Freiburg, Gregoretzheim. Auswärts Wurscht. 23, 32 FCD. Luka Modric, richtig gut. Hat auch Maddison und Gravenberch, Evolutions und Timo Werner. Founder Evolution, Tor Alisson, Vinja Sané.
relativ stark und auch schnelle Spieler. Nur ob es was bringt, das wissen wir nicht. Ah, oh, nee, die Kamera hat sich verstellt. Ah, das ist schlecht. Okay, das ist der größte Kack. Wir müssen auf jeden Fall mal in der Halbzeit oder so, wenn wir da schon noch drin sind, auf jeden Fall mal unsere Kamera wechseln. Wieder. Was ist das für Kacke? Ja, er ist durch mit seiner. Nee, macht er gut. Kann auch nichts machen. Da kann ich nichts machen. Es ist wirklich gut gespielt. Ich kann es halt nicht verteidigen. Du mit Tele, alles mit Tele, du. Oh, übertrage Tele ist ja noch weiter weg, oder? Übertrage Tele ist so. Übertrage Tele ist noch ein bisschen weiter weg. Also, dann geht's jetzt weiter. Ach, der Gegner ist stark. Kann ich nichts machen. Rennt halt mit Sané durch und macht's halt auch. Und das drin. Oder auch nicht. Der ist drin. Auch nicht. Perfekt. Onana pariert super. Wilson, Wilson. Wilson, Mann. Warum spiele ich eigentlich gegen den PC-Spieler? Mann, dieses blöde Crossplay. Oh, der Beste wird lupfen. Oder auch nicht. Und Onana hält perfekt. Boah. Was für geile Pässe. Ja. Jesus verkackt's natürlich. Aber ich glaube, an der Stelle würde ich jetzt auch mal einen Cut machen. Und sehen wir uns entweder bei den ganzen Toren. Ja, perfekt. Oder am Ende des Spiels wieder. Auf jeden Fall, wir sehen uns. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich habe das Spiel jetzt gequittet. Ich habe da wirklich keinen Bock drauf, 3-0 hinten zu liegen. Das hätte ich eh nicht aufgeholt. Es ist einfach, Division Rivals, es geht einfach nicht. Es geht nicht. Ich kann dieses EAFC kann ich nicht Division Rivals spielen. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich kann es einfach nicht spielen. Ob es jetzt am Team liegt oder ob es an der Verteidigung liegt, ich weiß es wirklich nicht. Von dem her wüsste ich jetzt nichts, was ich jetzt noch machen könnte. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst ein Like und ein Abo auf dem Video. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.